Hallo, liebe Freunde des gepflegten Bridge Constructor Portal Spielspaßes und willkommen zu Level 54. Wir gehen ja straight auf das Finale zu. Ich denke mal, es wird schon noch ein paar Folgen dauern. Kommt jetzt darauf an, wie viele Levels ich immer pro Folge machen kann, wie komplex die sind. Und dann werden wir aber auf jeden Fall relativ bald auch das Spiel durchhaben. Ja, Level 54 Gehirnjogging. Okay. Sieht auf jeden Fall spannend aus. Kletters ist ja wieder nicht mit am Start. Wir haben Beschleunigungsgel. Wir haben den Begleiter-Kubus, der wieder auf irgendeinen Knopf drauf muss. Wir haben die Energiekapseln. Wir haben die Autos, die über Knöpfe fahren. Wir haben auch Sprunggel. Das ist das Blaue hier drüben. Wir haben Katapulte. Wir haben Laserschranken. Und wir haben eine Tür, die aufgehen muss. Wir haben im Grunde fast so alles in dem Level, was wir schon so kennen. Gehirnjogging, ne? Da bin ich ja mal gespannt. Hier drüben ist der Eingang, hier drüben ist der Ausgang. Hier haben wir Laserschranken, okay. Was ist, wenn ich hier auf Testen gehe? Dann kommt hier... Okay, die gehen also nach kurzer Zeit an. Das finde ich witzig, dass... wie soll denn das gehen? Der Kubus kann hier nicht durch, weil hier ein Laser im Weg ist. Er muss aber hier durch, um... den Knopf hier zu drücken. Es gibt aber keine Möglichkeit, den zu aktivieren. Man muss also irgendwas bauen, was ihn hier... außen rum lenkt. Okay. Hier oben kommt ein Kubus raus. Direkt am Anfang, der diesen Laser hier aktiviert. Und der hier unten aktiviert diesen Laser. Die Frage ist jetzt eigentlich, kann man die auch irgendwie deaktivieren? Beziehungsweise könnte man das hier einfach verhindern, dass die da reinfallen? Mit irgendeiner Konstruktion? Ich meine, man könnte ja irgendwas hier hochlegen, was einfach den... Kubus dran hindert, dass er auf den Knopf fällt. Aber schauen wir erstmal. Die Autos kommen rein, drücken hier die Knöpfe, das heißt, sie wechseln sich ab, einmal oben, einmal unten und werden dann hier beschleunigt. Kommen dann hier... Ah ja, ich verstehe schon. Also einmal könnte man sie durch das Blaue schicken, dann kommen sie hier raus. Und könnten dann hier schwuppdiwupp einfach hier hochfahren. Und das war's eigentlich. Habe ich irgendwas übersehen? Ja, habe ich, denn es gibt nicht nur den Knopf, der gedrückt werden muss. Es gibt auch den Knopf hier, der gedrückt werden muss. Wir brauchen zwei Knöpfe, damit diese Tür hier aufgeht. Und das Ganze sieht schon irgendwie so aus, als ob es hier Loopings irgendwie gefahren werden muss. Ja, an für sich ist eigentlich, was ich total strange finde, dass das hier halt einfach, was das... Ich meine, ich fange jetzt einfach mal an. Ich würde schon gern wissen, was passiert, wenn die hier drauf fliegen. Aber ich denke eigentlich, dass das alles durch das Blaue geht. Oder müssen wir tatsächlich einen hier oben lang schicken, dass der durch das Gelbe fährt und dann... Ja, muss scheinbar so sein. Okay, ich verstehe schon, worauf das hinausläuft. Und hier muss offen bleiben. Alles klar, hier muss offen bleiben. Dann können wir das gleich wieder abbauen. Ich finde das mit der mittleren Maustaste irgendwie verwirrend. Das geht auch nicht. Dann machen wir das so.
Und dann können wir das ja eigentlich alles... Ach, das geht nicht, schade. Aber wir könnten hier noch eine Verstrebung setzen. Da können wir kein Seil ranmachen. Das ist natürlich schlecht. Vielleicht, wenn wir es so ein bisschen versetzen. Ja, sehr gut. Können wir das eventuell noch ein so ziehen, dass wir hier ein... Ach, nee. Das geht leider nicht. Wie sieht das denn aus? Hält das? Ja, das hält. Wir brauchen auf jeden Fall... Also, mir ist noch nicht ganz klar, wofür wir hier dieses... Die, Sprung, das Sprunggel brauchen. Weil... Wir fahren halt hier rein, kommen hier oben raus, schnippeln hier hoch und fahren da rein. Beziehungsweise, fahren halt hier auf diesen, auf dieses... Schleuderteil und machen dann hier irgendwie in dieses Portal rein. Das Einzige, was eigentlich die Herausforderung ist, ist den Kubus hier auf den Knopf zu bringen. Fein, das sollte auch schnell gehen. Sonst werden die hier halt, kommen die durch die Laser nicht durch. Und wir müssen den hier auf jeden Fall... Das ist doch eigentlich total Pipifax hier. Du musst doch einfach nur... Ja. Ja. Ich meine, wir müssen ja nur verhindern, dass der Laser hier zugeht. Und hier oben ist die Herausforderung halt, dass wir den aufbekommen. Dementsprechend müssten wir hier irgendwas bauen. Was den halt hier runterlotst, damit der hier nicht durch den... Das ist, glaube ich, die viel größere Herausforderung bei dem Ganzen. Na. Keine Ahnung, wie gut oder schlecht das funktioniert. Vor allem ist das hier eigentlich totaler Bullshit. Ich probiere mal erstmal so ein bisschen rum hier. Einfach um ein Gefühl für dieses Level zu bekommen. Ah, ich verstehe schon, wo das Problem hier liegt. So. Der fällt hier runter. Okay. Das funktioniert nicht so ganz, aber das ist relativ einfach zu beheben. Der muss ja nur auf dem Knopf liegen bleiben. Die Frage ist, ob wir das Ganze hier noch ein bisschen beschleunigen könnten. Okay, das passt. Und hier oben müssen wir im Grunde das Gleiche machen. Wir müssen irgendwas bauen, was diesen Kubus daran hindert. So. Puh. Ist mir eigentlich relativ wurscht, wie das aussieht. Gut. So wurscht sollte uns das nicht sein. Das hält. Das, was anderes muss es nicht. Es muss einfach nur halten. Jetzt ist die Frage eigentlich, wie das mit dem Auto jetzt hier aussieht. Wir lassen mal die fahren.
Okay, die wären jetzt nicht wirklich stark beschleunigt, so wie das aussieht. Und vor allen Dingen der erste da hoch und der zweite da rein. Mit Seilen vielleicht. Gut, jetzt sind sie natürlich beide unten reingefahren. Das ist nicht Sinn und Zweck der Sache. Wir müssen also irgendwie den hier oben versuchen auch abzufangen. Das Problem ist natürlich, er fällt hier, der eine fällt ja hier durch. Den dürfen wir da nicht zu sehr behindern. Das ist also durchaus eine Herausforderung, dass der hier oben auch auf diesen. Ich frage mich ehrlich gesagt, wie das gehen soll. Fein, dass der dann ja auch sauber dann wieder auf dieses Teil hier. Aber vielleicht habe ich auch schon wieder einen Denkfehler drin. Haben wir ja die letzten Male auch. Lol. Was? Wieso bleibt denn der hier hängen? Hier ist doch gar nichts. Warum bleibt denn der untere jetzt hier hängen? Das ist ja völlig absurd. Was ist denn das für ein Schwachsinn? Was ist denn das hier für ein Bullshit? Geil. Es ist schon wieder fantastisch. Ist schon wieder, also völlig unklar, warum der hier an der Ecke hängen bleibt. Ach, jetzt nicht mehr. Ist das bescheuert. Okay, wir haben aber gesehen, was passiert. Der fällt hier nicht sauber drüber. Das heißt, wir müssen wohl mal versuchen, den Sprung hier vielleicht einfach auch ein bisschen länger zu ziehen. Damit der da sauber rüberkommt. Das Ganze natürlich hier noch verstärken mit den Seilen. Geht das Seil noch? Jawohl. Und hier haben wir auch noch eins, wo man ein Seil spannen könnte. Und dann könnten wir den, glaube ich, einfach auch ein Stück kürzer ziehen. So, der kommt sauber raus. Und der kommt, okay. Das sieht ja schon mal ganz gut aus. Warum geht das nicht? Gut, dann ziehen wir das mal. So. So. Straße, Straße, Straße. Wir verstärken das hier natürlich noch. Können wir das noch von oben verstärken? Wir könnten hier noch Seile spannen. Gut, dann kommt der da raus. In der Zwischenzeit sollte ja der Kubus auch unten sein. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich was vergessen habe. Ich weiß bloß nicht so richtig was. Das ist meine Angst. Ne, das wollte ich nicht. So. Und okay.
Na. So. Straße, 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 Straße. Okay. Ja, das sieht das erstmal ganz okay aus. Wir könnten das sogar noch hier mit Seilen verstärken, aber ich glaube, das ist einfach gar nicht notwendig eigentlich. Interessant ist, wie er hier rauskommt. Das müssen wir uns jetzt mal angucken, ob das überhaupt so funktioniert. Ob auch das hier funktioniert, wie es soll. Oh, das sieht schon sehr wackelig aus. Okay, der fällt. Der drückt den Knopf hier nicht. Und vor allen Dingen halten die Seile nicht wirklich. Das ist natürlich schlecht. Können wir eventuell... Das ist jetzt hier eine sehr gewagte Konstruktion. Das hängt ja halt auf einem Punkt. Das ist irgendwie nicht so geil. Das mal noch weg. Und... Ja, so, mal gucken. Hier, die sind immer noch sehr unter Zug. Können wir das Ganze vielleicht so etwas ein bisschen entlasten? Ja, hier ist ein ganz anderer Druck jetzt drauf, aber das ist egal. Wir lassen mal die Autos fahren. Ich befürchte, dass das bei hier... Dass wenn hier ein Auto drauf landet, dass das zusammenbricht. Ah, jetzt hat es funktioniert. Jetzt hat es komischerweise funktioniert. Das ist ganz gut. Das heißt, wir können jetzt hier eigentlich anfangen... die Straße zu bauen. So. Und eigentlich müssen wir hier nicht viel dafür tun, außer Seile zu spannen. Das müsste jetzt schon halten. Mal schauen, wie das Ganze jetzt sich ausgeht. Ah ja, okay, ich verstehe schon. Hier könnten wir noch ein bisschen... Ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Schiss vor dem... vor dem Konvoi, weil irgendwie habe ich die Befürchtung, dass da irgendwas noch schief läuft, dass ich irgendwas übersehen habe gerade beim Konvoi. Aber das werden wir uns gleich anschauen. So, der macht die Tür auf. Der kommt raus. Der landet. Ja, okay, perfekt. Das funktioniert. Allerdings, das hier ist sehr stark am Federn. Können wir das damit vielleicht ein bisschen unterbinden? Weil von hier raus können wir auch kein Seil hier rüberspannen, oder? Geht das noch? Ah, von hier aus vielleicht. Ah, guck da, das geht. Das dürfte nicht gehen, genau. Das geht leider nicht. Wir starten mal den Konvoi. Ich habe keine Ahnung, was jetzt hier passiert. Die ersten zwei Fahrzeuge sollten ja noch entspannt durchkommen. Die Frage ist, was bei den darauffolgenden Fahrzeugen passiert. Ich könnte mir vorstellen, dass durch irgendwelche federnden Geschichten da wieder irgendwas nicht hinhaut. Naja, hier kommen sie sich ein bisschen in die Quere, aber das ist auch kein Problem. Ah, hier habe ich ein Seil vergessen, sehe ich gerade. Egal. Warum habe ich das Seil hier eigentlich vergessen? Ich weiß es nicht. Es spielt auch keine Rolle. Wir haben
Level 54 geschafft. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Däumchen nach oben da. Welche Lösungsansätze hattet ihr? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare und dann sehen wir uns wieder zum nächsten Level, Level 55. Macht's gut, ciao, ciao. Euer O'Hare.